BSD Talk. Der Podcast von Building Smart Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zum BSD Talk. Heute ist der 7. April 2022. Mein Name ist Gunter Wölfle. Ich bin Geschäftsführer von Building Smart Deutschland. Building Smart Deutschland bezeichnet sich selbst als Kompetenznetzwerk und Organisation für die BIM-Vorstandardisierung. Aber was bedeutet das überhaupt? Warum ist die Vorstandardisierung durch ehrenamtliche Experten in den zahlreichen Fach- und Projektgruppen von Building Smart so wichtig? Aber auch, warum stehen seit einiger Zeit die BIM-Anwendungsfälle so sehr im Fokus der Fachdiskussion? Diese Fragen möchte ich mit jemandem diskutieren, der vermutlich so geeignet ist wie niemand anders in Deutschland dafür, nämlich mit Professor Rasso Steinmann. Er ist Vorstandsvorsitzender von Building Smart Deutschland, Deputy Chairman von Building Smart International, Leiter des Fachausschusses BIM beim VDI, Vorstandsmitglied der VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik und quasi nebenberuflich, aber eigentlich hauptberuflich Leiter des Instituts für angewandte Bauinformatik an der Hochschule München. Rasso Steinmann studierte Bauingenieurwesen an der TU München. Nach 10 Jahren Tätigkeit in der Bausoftwareindustrie wurde er 1996 als Professor für Bauinformatik an die Hochschule München berufen. Wir kennen uns natürlich schon lange. Ich freue mich, dass du heute Zeit für uns hast. Herzlich willkommen, Rasso Steinmann. Ein herzliches Grüß Gott von mir, auch aus München, an dich, Gunter. Ja, schön, dass wir uns hier heute zu diesen Themen unterhalten können. Okay, fangen wir doch gleich damit an. Was hat es denn mit der BIM-Vorstandardisierung auf sich? Ja, wenn man in der Standardisierung tätig ist und viele Jahre in der Standardisierung tätig ist, macht man die Beobachtung, dass viele Standardisierungsprojekte eigentlich zu früh zur sogenannten Regelsetzung, also VDI, DIN, CEN, ISO und so weiter, getragen werden. Und das führt dazu, dass in den Arbeitsgruppen der Regelsetzer häufig noch sehr viel Grundlagenarbeit erstmal erledigt werden muss, bis man dann zum eigentlichen Standard kommt. Solche Standardisierungsprojekte ziehen sich dann oft über Jahre. Und was wir bei Building Smart anders machen, ist, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten irgendwo etwas standardisieren, dass wir das mit der Industrie ausprobieren. Und wenn wir sehen, dass es wirklich funktioniert und sich das Ganze gefestigt hat, dann können wir es eben auch zum Regelsetzer tragen. Es gibt so ein schönes Bildchen dazu. Das ist mal entstanden in einem Building Smart-Treffen in Paris. Und da gibt es das Segelschiff. Das ist sozusagen die Standardisierung, das über den rauen Ozean Standardisierung fährt. Und dann gibt es den Hafen. Das sind dann die Regelsetzer. Das ist dann ISO, CEN, DIN, VDI und so weiter, wo wir dann, wenn wir uns einig sind, wie ein Standard ausschauen sollte, das Ganze auch noch regeln über den Regelsetzer. Die Rolle der Regelsetzer ist insofern wichtig, weil man dort nochmal eine größere Öffentlichkeit mit einbeziehen kann. Während wir ja die Building Smart Standards innerhalb unserer Organisation vereinbaren, reviewen und verabschieden, ist ein Standard, der von einem Regelsetzer festgelegt wird, durchläuft ein öffentliches Review, ein öffentliches Einspruchsverfahren. Und somit ist also die Öffentlichkeit dann nochmal besser mit eingebunden. Und auf der anderen Seite wird er dadurch natürlich auch verbindlicher. Und das ist insbesondere wichtig gerade für Auftraggeber aus der öffentlichen Hand, die natürlich gerne Standards verwenden und in den Verträgen Standards berücksichtigen, die eben von Regelsetzern festgelegt worden sind und nicht von letztendlich privaten Organisationen, wie ja Building Smart auch ist. Gibt es denn Beispiele dafür, wie die Vorstandardisierung bei Building Smart zur Regelsetzung gekommen ist bereits? Ja, es gibt natürlich ein ganz berühmtes Beispiel, das ist die IFC, die Industry Foundation Classes. Und die wurden, und da haben wir ja lange gebraucht dazu, da gab es also etliche Ehrenrunden, bis wir soweit waren, die wurden erstmal definiert und wurden dann von Softwarehäusern implementiert. Und nachdem man da einige Ehrenrunden gedreht hatte, ist dann aus dieser Geschichte ein ISO-Standard geworden.
Aber wir haben auch andere Dinge, die dann wesentlich spezifischer sind, während der IFC ein sehr umfassendes Thema ist. Haben wir in Deutschland zum Beispiel eine Gruppe gehabt, eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Stütz- und Durchbruchsplanung beschäftigt hat und sich überlegt hat, wie man das BIM-basiert besser machen kann. Und die Arbeitsergebnisse dieser Stütz- und Durchbruchsplanungsgruppe sind dann eingeflossen in die VDI-Richtlinie 2552 im Blatt 11.2. Was das anbelangt, das ist jetzt aber nicht unbedingt relevant, um das IT-technisch noch auf weitere höhere Level zu heben. Kannst du das mal einordnen? Warum ist allein diese Richtlinien, die 2552, es ist Blatt 11 unter Blatt 2, glaube ich, warum hat das schon einen ganz praktischen Nutzen, noch weit entfernt von IFC-Implementierung? Naja, also erstens mal, was wir in dem 11.2er-Blatt machen, ist, dass wir uns die Methode anschauen, wie man IT-gestützt eine Stütz- und Durchbruchsplanung durchführen kann. Dann schauen wir uns an, wer dort welche Informationen braucht. Und dann ist es aber dann auch nicht mehr so weit entfernt von IFC, denn wir überlegen uns natürlich auch, wie wir die Daten oder die Informationen, die wir austauschen wollen zur Stütz- und Durchbruchsplanung, wie wir die mithilfe von IFC austauschen können. Also IFC und Anwendungsfälle muss man natürlich schon auseinanderhalten. IFC ist letzten Endes, sage ich mal, ein sehr umfassendes Datenmodell, mit dem man alle möglichen Dinge, die man in einem Bauwerk eben braucht, digital abbilden kann. Welche Bereiche von IFC man dann für was verwendet, das ergibt sich letzten Endes aus den Anwendungsfällen. Insofern sollte man die Anwendungsfälle erstmal vollkommen unabhängig betrachten von IFC. Wenn man es mal zurückdenkt, wir haben die ganze Geschichte ja angefangen im letzten Jahrhundert mit solchen sogenannten Produktmodellen oder semantischen Produktmodellen, aus denen sich dann IFC ergeben hat. Wenn man mich heute fragen würde, was würdest du anders machen, wenn ich das nochmal machen würde, die ganze Geschichte, würde ich sagen, ich würde wahrscheinlich anfangen mit den Anwendungsfällen und mir dann überlegen, wo möchte ich eigentlich irgendwelche Dinge digital abbilden, wer braucht dann wann welche Informationen und wie kann ich dann mit welchem Datenformat das geeignet übertragen. In der Geschichte war es jetzt ein bisschen anders. Man hatte schon so ungefähr die Vorstellungen, für welche Anwendungsfälle man das alles braucht. Aber man hat sich dann doch erstmal sehr stark auf dieses Datenmodell konzentriert. Und viele Leute haben auch lange Zeit gar nicht verstanden, was man mit diesem Datenmodell überhaupt anfangen kann. Und nachdem also so das erste Verständnis dafür aufkam, was man mit so einem Datenmodell anfangen kann, kam dann natürlich sehr schnell die Überzeugung, dass man sich auch um die eigentlichen Anwendungsfälle kümmern muss. Und damit sind wir bei diesen sogenannten BIM-Use-Cases. Wenn ich da einhaken darf, ja. BIM-Use-Cases, die BIM-Anwendungsfälle spielen seit 2-3 Jahren ganz massiv, eine ganz, ganz wichtige, massive Rolle in all unseren Fachdiskussionen bei Building Smart Deutschland, aber auch bei Building Smart International. Warum holen wir jetzt genau das nach? Du hast es gerade beschrieben. Warum sind die Anwendungsfälle jetzt so dermaßen im Fokus unserer Arbeit, auch hier in Deutschland? Ja, also das ist natürlich auch so mit einer Erkenntnis, die man in der ganzen Community sieht. Anfang haben sehr viele Leute, wenn sie über BIM gesprochen sind, immer über Geometrie nachgedacht und haben 3D-Bildchen sich angeschaut. Und in der Zwischenzeit ist in der Community, glaube ich, die Erkenntnis gereift, dass das I in diesem BIM, also die Information, eine ganz, ganz wesentliche Rolle ist. Und ja, letzten Endes auch, sage ich mal, der Teil der Semantik ist, die wir hier abbilden digital. Und wenn ich mir überlege, wer wann welche Information braucht, in welcher Detaillierungsgrad und in welcher Qualität, dann komme ich zu der Antwort auf diese Frage nur, indem ich mir diese sogenannten Use Cases genau anschaue. Um diesen Begriff nicht so abstrakt hinzustellen, also ein Use Case könnte zum Beispiel sein, eben die Stütz- und Durchbruchsplanung. Es könnte sein, wie ich den Brandschutz bewältige, wie ich die Abzugsplanung koordiniere und so weiter und so fort. Und wenn man sich also damit erstmal auseinandersetzt, was ich überhaupt machen möchte, sich dann überlegt, wie laufen da drin die Arbeitsprozesse ab und wer braucht dann in den Arbeitsprozessen wann welche Informationen und welche Qualität, dann komme ich am Schluss noch zu der Fragestellung, mit welchen digitalen Möglichkeiten tausche ich dann diese Informationen aus.
Und von der Methodik her hat Building Smart dazu einen weiteren Standard definiert. Das ist der sogenannte IDM, das Information Delivery Manual. Mithilfe des Information Delivery Manuals habe ich Möglichkeiten, mir für BIM Use Cases die Arbeitsabläufe zu dokumentieren und in den Arbeitsabläufen eben die Informationsaustauschanforderungen zu dokumentieren. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich eine sogenannte Model View Definition mache. Mit einer Model View Definition bilde ich ab die Informationsaustauschanforderungen auf dieses große IFC-Datenmodell. Das heißt, mithilfe der Model View Definition bediene ich mich des IFC-Datenmodells und schneide die Teile aus dem Datenmodell raus, die ich brauche, um bestimmte Informationen austauschen zu können. Und zwar für den Anwendungsfall. Für den jeweiligen Anwendungsfall, ja. Also im Prinzip, idealerweise habe ich das sozusagen pro Anwendungsfall eine Model View Definition. Okay, der Begriff Informationsaustauschanforderungen beschäftigt uns auch ganz, ganz häufig, Auftraggeberseite, Auftragnehmerseite. Wir beim VDI oder wir bei in unseren Arbeitsgruppen, aber auch im VDI beschreiben solche Informationsaustauschanforderungen im Blatt 11 dieser 2552. Kannst du vielleicht noch beschreiben, was könnte denn jetzt daraus werden oder was wird denn konkret aus solch einer Richtlinie von VDI-Building Smart zum Thema Informationsaustauschanforderungen? Gibt es da Beispiele für? Ja, also wie gesagt, wer in die Elfer-Unterreihe reinschaut, sieht da die verschiedenen Arbeiten und die verschiedenen Themen, an denen zurzeit gearbeitet wird. Konkret heißt es, wenn man sich diese so eine Richtlinie als Hilfe zur Unterstützung in so ein Projekt reinholt, muss ich das Ganze eben nicht in jedem Projekt wieder neu erdenken oder neu vereinbaren, sondern ich kann eben in einem Projekt sagen, wir machen die Schlitz- und Durchbruchsplanung nach VDI 2552.11.2. Oder ich kann auch sagen als Auftraggeber, bestimmte Dinge sollen nach einer bestimmten VDI-Richtlinie durchgeführt werden. Dann muss man das auch in den Auftraggeberinformationsanforderungen gar nicht mehr so detailliert alles hinschreiben, denn das ist dann eben in einer VDI-Richtlinie schon alles ausformuliert. Und wenn ich dann als Auftragnehmer einen BIM-Abwicklungsplan abzugeben habe, tue ich mir auch wesentlich leichter, wenn ich so eine VDI-Richtlinie als Grundlage habe und dann im Prinzip nur noch in mein Angebot reinschreibe, wie ich das konkret umsetze später. Sonst, wie gesagt, in den Prozessen selber kann man sich eben so eine Richtlinie nehmen und kann dann die als Grundlage nehmen, sodass ich dann in einem Konsortium ein Einvernehmen habe, wie ich so eine Geschichte durchziehe. Okay, das heißt, das sind schon ganz, ganz konkrete Lösungen für die Akteure in der Bauwirtschaft. Man muss nicht warten, bis irgendetwas im IFC, in der IFC-Erweiterung abgebildet ist, sondern allein diese Papiere sind schon der Mehrwert unserer Vorstandardisierungsarbeit. Ja, also es zeigt sich zumindest, dass all das, was wir bisher oder was bisher definiert worden ist in dieser 11er Unterreihe von der 2552, dass das alles auch mit IFC abbildbar ist. Das heißt, das Datenmodell von IFC ist in der Tat so umfassend, dass man wirklich sehr, sehr viele Dinge im Hochbau und jetzt seit einiger Zeit auch für die Infrastruktur in IFC abbilden kann. Okay, gut. Ein Begriff ist jetzt noch nicht gefallen. Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang das Building Smart Data Dictionary? Das ist der zweite weltweite Service von Building Smart neben dem Use Case Management. Es ist ein Merkmalserver. Ja, welche Rolle kommt dem Merkmalserver dazu? Ja, also wenn man anfängt, sich über Informationsaustauschanforderungen zu unterhalten, muss man ja Dinge irgendwie benennen. Und sobald ich sie benenne, habe ich erstens mal einen Begriff und zweitens klassifiziere ich das Ding dadurch. Und die Dinge haben dann nicht nur einen Namen, sondern haben meistens auch noch Eigenschaften. Und auch für die Eigenschaften brauche ich irgendwelche Benennungen, Bezeichner. Und damit bin ich mitten in der ganzen Thematik der Klassifizierung oder der sogenannten Merkmal- und Merkmalskataloge. Wenn es zu bestimmten Themen schon Merkmalskataloge gibt, dann ist es sicher hilfreich, dass ich die verwende, die schon vorliegen. Wenn es mehrere gibt, dann muss ich mich eben für einen entscheiden. Und wenn es für eine bestimmte Thematik noch keinen Merkmalskatalog gibt, dann
im Prinzip, wenn ich mich mit so einem Use Case beschäftige, setze ich automatisch im Prinzip einen Merkmalskatalog auf. Die nächste Frage ist, wenn ich die Merkmale mir irgendwo gesammelt habe, vielleicht in der Excel-Liste oder sonst irgendwie, ist die Frage, wie stelle ich sie so zur Verfügung, dass möglichst viele Leute damit arbeiten können. Ich muss mich also über irgendeinen Speicherort, ein Speichersystem Gedanken machen. Und wenn das jetzt jeder für sich macht und jeder einen eigenen Server irgendwo zur Verfügung stellt, mit einer eigenen Programmschnittstelle, über die dann Software-Systeme, die das unterstützen wollen, darauf zugreifen müssen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Software-Systeme in der Lage sein werden, all die unterschiedlichen Methoden, wie sowas abgespeichert wird, unterstützen zu können. Und deswegen hat Building Smart dieses sogenannte Building Smart Data Dictionary eingeführt oder erfunden und stellt es zur Verfügung. Und das ist die Chance, dass man unterschiedlichste Merkmalskataloge einheitlich abspeichert an einem Speicherort und eine einheitliche Schnittstelle zu diesem Speicherort hat. Und der Vorteil ist, dass Software-Systeme dann nicht N Schnittstellen unterstützen müssen, sondern mit einer Programmierschnittstelle auf alle möglichen Merkmalskataloge zugreifen können. Und wie gesagt, das Thema Building Smart Data Dictionary kommt natürlich immer wieder ins Gespräch, wenn es darum geht, dass man Bauprodukte bestellen muss, dass man das Ganze irgendwie mappen muss auf Produktkataloge. Aber kommt natürlich auch ins Spiel, wenn wir anfangen, uns über die BIM Use Cases zu unterhalten und dann eben über die Informationsaustauschanforderungen zu unterhalten. Denn wie gesagt, dann sind wir eben wieder beim Thema Klassifizierung. Und das ist jetzt aber ein Hinweis darauf, dass Use Case Management, also dieser weltweite Service, mit dem BIM-Anwendungsfälle dokumentiert werden, verfügbar gemacht werden, dass das technologisch auch mit BSDD, mit dem Building Smart Data Dictionary, dann zusammengebracht werden sollte und auch wird in der Technologiestrategie von Building Smart International, oder? Ja, also sagen wir mal so, technologisch in gewisser Weise, aber zumindest, dass wenn man sich mit dem Use Case Management von Building Smart beschäftigt und dann anfängt, Dinge zu klassifizieren, dass man spätestens dann eben das Building Smart Data Dictionary mitverwendet. Entweder, weil man da drin schon Merkmalskataloge hat, die man dann einfach verwendet für den BIM-Anwendungsfall, oder Merkmalskataloge vielleicht erweitert, oder eventuell, wenn es etwas noch nicht gibt, idealerweise dort einen Merkmalskatalog hinterlegt. Okay, jetzt gibt es noch einen Standard von Building Smart, über den haben wir noch nicht gesprochen. Das ist das BIM Collaboration Format, kurz BCF. Ist oder war das dann eigentlich auch Ergebnis der Vorstandardisierung durch die BIM-Community? Und welche Rolle spielt das BCF in diesem ganzen Konstrukt oder in diesen ganzen Prozessen, die wir jetzt betrachtet haben? Ja, also wir sind beim BCF noch, sage ich mal, in der Vorstandardisierung. Es ist in Klammern noch, vielleicht wird es, das werden wir sehen, kein ISO-Standard. Und in der Tat ist das aus der Community entstanden. Es waren also einige auch Softwareanbieter, wo diese Idee gereift ist. Aber eine gute Idee merkt man oft, dass die an mehreren Stellen gleichzeitig entsteht. Was man mit BCF machen kann, das ist sowas Ähnliches wie ein Post in Facebook oder in WhatsApp oder sonst irgendetwas. Man kann im Prinzip sagen, BCF ist im Prinzip so eine Art Kommunikation im BIM, ähnlich wie man das in irgendeinem Social Media machen würde. Der Vorteil von BCF ist, im Gegensatz zu den Posts, die man in Social Media macht, die ja dann immer gefangen sind an dieses Social Media, dass BCF zwischen verschiedenen Plattformen austauschbar ist. Das heißt, wenn man in einer Software irgendwo einen Konflikt zum Beispiel hat im Gebäudemodell und diesen Konflikt jemand anderem mitteilen möchte, kann ich so eine BCF-Nachricht formulieren. Ich kann auch sagen, wer davon betroffen ist. Ich kann im Prinzip eine ganze To-Do-Ablauf damit mit reinnehmen. Ich kann sagen, wer dafür verantwortlich ist. Wenn es schön implementiert ist von den Softwarehäusern, dann blinkt sozusagen diese Nachricht in einem Common Data Environment oder in einer anderen Software auf beim Empfänger. Der kann diese Nachricht sich anschauen. Dadurch, dass das ganze Gebäudemodell bezogen ist, kann er auf die Nachricht draufklicken und landet genau an die Stelle im Gebäudemodell, wo dieser Konflikt auftritt und kann dann eben seinen fachlichen Input liefern zu der ganzen Geschichte. Okay, vielen Dank, Rasso. Ich
fürchte, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die spannenden Hintergrundinformationen. Und ich hoffe auf eine Fortsetzung gelegentlich. Ja, Kunte, vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast zu diesem Gespräch. Und wenn ich da ein bisschen helfen konnte, die ganzen Zusammenhänge zu erklären und zu zeigen, dass das alles doch irgendwie miteinander verwoben ist, freue ich mich. Das war der BSD-Talk zum Thema BIM vor Standardisierung bei Building Smart Deutschland. Ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Professor Rasso Steinmann, Vorstandsvorsitzender von Building Smart Deutschland und Leiter des Instituts für angewandte Bauinformatik der Hochschule München. Tschüss und auf Wiederhören.